So, jetzt geht's nochmal weiter mit Snipe to S+. Wir sind letztes Mal aufgestiegen von C- auf C. Und ja, ich bin noch in der gleichen Rotation unterwegs. Bluefin Depot und Hammerhead Bridge in Rainmaker. Und ich würde sagen, ich suche mir da einfach nochmal was. Hab immer noch den E-Leiter mit Scope am Start. Und ja, die beiden Maps sind dafür auch ganz gut ausgelegt. Für den E-Leiter eben. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was hier so für Gegner kommen. An dem Gear habe ich auch nichts verändert. Und das sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus. Aber ja, dann haben wir auf einmal dann schon mal sechs andere Leute und gar keine japanischen Zeichen. Ja, komm, jetzt mach. Ja, soll ich noch einen Kaffee trinken oder? Dann sag es gleich. Game. Kaffee. Und eine sehr coole Paula-Kuh-Tasse mit Kuhflecken drauf. Ja. Und Kaffee, ne? So, einen haben wir also wieder verloren. Statt nochmal wen dazu zu bekommen. Jetzt kann es jedenfalls losgehen. Wir haben noch zwei Spieler dazu bekommen. Zwar mit japanischen Zeichen jetzt, aber wie auch immer. So. Das ist Hammerhead Bridge und dieses Mal haben wir auf jeden Fall die bessere Waffe für diese Map dabei. Nicht wie letztes Mal den Bambusler. Aber da snipern auch Gegner schon wieder. Da haben wir den Gegner-Sniper auf jeden Fall. Jetzt nicht drauf geachtet, ob sie mehrere haben. So, und den hätte ich eigentlich bekommen sollen. Hab ihn auch bekommen, allerdings zu spät. Und der hat mich wohl. 0409. Immerhin hat mich der Teammate gerecht. So, wir haben zwar eine Führung auf die 95, aber das heißt noch gar nichts. Theo finde ich auf jeden Fall gut. Dass der hier vorne links frei steht und mich da einfach direkt snipern kann, ist schon eine Frechheit. Da ist noch wer anders gespawnt. So. Also, das war halt auch einfach kein gutes Play vom Gegner, weil, ja, was bringt ihm mich da zu snipern, wenn der Fisch auf den ihrer Seite ist? Scheinbar ist das hier der Spielstil. Einfach nach vorne immer rushen und den Fisch liegen lassen. Und jetzt kriegen sie ihn da hinten trotzdem, weil sie keiner auffällt und haben uns hier im Spawn. Vielleicht können wir da aber das Schlimmste noch verhindern. Ja, es war noch zu wenig und der snipert mich hier vorne wieder weg. Die Teammates machen gar nichts. Und wenn das so weitergeht, dann verlieren wir das Game. Führung haben wir schon mal verloren. Wie kann ich den nicht treffen? So. Und dieser Lag auch schon wieder. Der 0409 ist locker ein Japaner. Das sieht man einfach, auch am Movement und so weiter. Und die werden uns hier einfach töten, denke ich. Ja, die überrennen uns halt einfach. Das ist mit Abstand das stärkere Team. Meine Teammates kommen nicht mal dagegen an, also. Und der dankt jetzt auch einfach, ja. Erstes Game damit verloren. Nach einer 5er Winstreak. Unnötig, sag ich da nur, aber auch dieser Spielstil einfach, das kann man in ja, 1 zu 6 und 1 zu 7 ist natürlich nicht so cool, Boys. Minus 10, alles klar. Aber cool bleiben. Kann man halt normal nicht machen, weil die sind erst die
den Rückstand eingegangen, indem man den Fisch einfach da, ich weiß nicht, also bei den richtigen Umständen, der den Fisch da bekommt, wenn er den richtigen Support hat, dann kann der auch einfach durchdanken und das Game ist direkt durch, wenn man das so spielt. Also man kann auf keinen Fall, so wie die das gemacht haben, in den Gegner-Spawn reinrushen, solange die Gegner halt was solider sind als ein Score mit zu 1. Gut, da haben wir jetzt den 0409 auf einmal in unserer Lobby. In unserem Team, meine ich. Und wieder in unserer Lobby. So. Bin ich mal gespannt. Gefällt mir auf jeden Fall besser, dass der jetzt in unserem Team ist, weil der eben echt auch ein seltsames Movement wieder hatte. Ist wirklich ein Japaner, das weiß ich ja nicht, aber würde mich nicht wundern. Und dass der hier vorne wieder steht. Wie spielt ihr denn diesen Modus? Also auch die drei Mates, da ist schon wieder keiner zum Fisch gegangen und ja, jetzt halt. 0409, mach was. Da, die Gegner stehen hier auch schon wieder bei mir, warum auch immer. Den schnapp ich mir jetzt. So, hast du davon. Sonst noch wer, der hier rumgeiert? Ansonsten würde ich sagen, nach vorne pushen. Kommt hier noch jemand? Also die Teammates haben halt am Anfang auch wieder nichts anderes gemacht, außer da die Gegner schön im Spawn zu belästigen. Und hier habe ich jetzt zwei, drei. Da ist noch einer. Kommt der? Da geht der zurück. Ist wahrscheinlich zurückgegangen, vernünftig. Und mir geht die Tinte langsam aus. Ja, der hat jetzt Kraken, aber da ist der Dank von dem 0409. Damit immerhin das zweite Game wieder gewonnen hier. Und ich hoffe mal, dass wir mehr als plus 10 kriegen. Damit wären wir dann immerhin im positiven Bereich für diese Folge. Der Score war 5-1 und dieser 0409 hat ein 10-0 gerissen. Also ja, plus 15, damit haben wir insgesamt plus 5 und dieser 0409 wird auch kein C-Spieler sein. Ist zumindest meine Einschätzung, dass das ein Smurf-Account sein muss. Ich meine, bei mir ist das gerade nichts anderes, also ist schon okay. Ich finde, das ist schon legitim, sowas zu machen, erst recht, weil wegen Leckgründen weiter oben der Spaß ganz schön runtergesackt wird. Aber gut, wir sind weiterhin auf dem Weg zu S+. Ich hoffe, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Auf C35 bleiben wir damit stehen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.